Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von mir, zu einem sehr speziellen, besonderen Vlog, denn Freunde, wir sind mitten in der Klausurenphase. Heute ist Sonntag, der 17. Juli. Morgen ist meine erste Schwerpunktklausur in Präsenz und am Dienstag ist meine zweite Schwerpunktklausur. Die ist aber online, da bin ich auch zum Glück nicht so aufgeregt vor. Aber ja, für die morgige Klausur geht mir ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Es sind tatsächlich jetzt schon 2 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal eine Uni-Klausur wirklich geschrieben habe. Und jetzt kommt halt noch dazu, dass es keine normalen Klausuren aus dem Studium sind, sondern eben die Schwerpunktklausuren. Für diejenigen, die das nicht wissen oder mir vielleicht noch nicht lang genug folgen. Und zwar ist es so, dass im Jurastudium das erste Staatsexamen aus einem Pflichtteil besteht. Der sogenannte staatliche Teil. Und den schreibt man eben beim Justizprüfungsamt. Also es ist halt wirklich eine staatliche Prüfung. Und dann gibt es noch den Schwerpunkt. Das ist eine universitäre Prüfung. Das handhabt jede Uni für sich selbst. Und ja, ich habe den staatlichen Teil ja probiert. Im Februar habe ich ja den Freischuss geschrieben und nicht bestanden. Und habe jetzt ein paar Schwerpunktleistungen angefangen, die ich erbringen möchte und hoffentlich auch gut erbringen werde. Und die Gewichtung für das erste Examen ist dann so, dass 70% dieser staatliche Teil reinzählt und 30% der universitäre Teil, also der Schwerpunkt. Dementsprechend tue ich gerade etwas für mein Examen. Und ja, ich bin tatsächlich sehr aufgeregt. Vielleicht merkt man es mir auch ein bisschen an. Ich bin schon so ein bisschen hibbelig, kribbelig, unausgeglichen, kann man auch sagen. Und ich sitze auch schon ein bisschen länger heute am Schreibtisch. Ganz kurzer Disclaimer, bevor ich hier irgendwie gehatet werde oder so. Ich bin tatsächlich eine Person, die kurz vor Klausuren immer noch lernt, weil mich das irgendwie beruhigt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig erklären, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mich an den Tagen vor der Klausur auch noch mit den Themen beschäftige, und damit meine ich jetzt nicht Themen noch neu lernen, sondern halt einfach nur das Lernen, was ich eh die ganze Zeit schon mache, dann hat das so eine beruhigende Wirkung auf mich und ich habe so das Gefühl, dass ich im Stoff drinne bin und gedanklich halt irgendwie mit dabei bin. Ich kann es nicht richtig erklären, mir hilft das auf jeden Fall, mich beruhigt das auf jeden Fall und deswegen, ja, sitze ich auch schon eine Weile am Schreibtisch. Wir haben jetzt auch schon 16 Uhr. Ich habe gerade eben noch mal eine richtig lange Pause gemacht und habe auch noch mal was gegessen, mich ein bisschen gestärkt und jetzt sind wir zurück am Schreibtisch und sind motiviert, mehr oder weniger. Und zwar, was ich gerade tatsächlich mache, ist, dass ich mir noch mal so kleine Übersichten schreibe. Die kennt ihr vielleicht noch aus meinen Lernvlogs für den staatlichen Teil. Allerdings habe ich die damals auf dem iPad geschrieben und jetzt gerade mache ich das einfach handschriftlich oldschool auf Papier und habe jetzt einmal Koalitionsrecht gemacht und jetzt bin ich gerade noch bei Tarifrecht, da fehlt mir aber noch ein bisschen was. Und mir hilft das persönlich immer, wenn ich nochmal so Sachen in eigenen Worten aufschreibe, einfach nochmal so ja, wiederhole und gerade so dieses Schreiben hilft mir, weil ich jetzt halt schon länger nicht mehr so aktiv geschrieben habe. Also meine letzten richtigen Klausuren, die ich ja auch ausformuliert habe, waren die Examensklausuren im Februar. Und seitdem habe ich nicht mehr so viel geschrieben. Und die morgige Klausur wird zwar nur 2 Stunden gehen, was im Vergleich zu den 5-stündigen Klausuren natürlich dezent wenig ist, aber ich möchte mich auch nicht beschweren. Die Klausur morgen ist dann die Klausur aus meinem Kolloquium Kollektives Arbeitsrecht und die Klausur am Dienstag ist die Klausur aus dem Kolloquium Regulierung von Körper und Sexualität. Die ist zum Glück online, da werde ich dann aber am Dienstag nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt werde ich auf jeden Fall hauptsächlich nur Arbeitsrecht lernen und eigentlich mag ich Arbeitsrecht ja auch gerne. Ist hier so mein kleines Favorite aus dem Zivilrecht, aber kollektives Arbeitsrecht hat es zum Teil doch auch in sich mit den ganzen Tarifverträgen und so weiter. Gewerkschaften, ja, das ist dann doch nicht so mein Favorite. Aber egal, wir wollen hier motiviert bleiben und an uns glauben. Zumindest rede ich mir das ein bisschen ein und jetzt werde ich aber lernen und produktiv sein. Musik.
Hello again und kurzer Zwischenstand. Ich bin jetzt soweit fertig mit der Wiederholung vom Koalitionsrecht und auch vom Tarifrecht. Da habt ihr ja gesehen, dass ich die zweite Seite fertig bekommen habe. Hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert, zum Glück. Und dann bin ich eben gerade nochmal beide Themen durchgegangen. Tarifrecht würde ich sagen, ist immer noch ein bisschen schwach bei mir, aber Koalitionsrecht geht eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir eben nochmal einen Fall angeschaut zum Koalitionsrecht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich muss sagen, ich finde das da so ein bisschen schwierig, weil wir hatten generell nicht so viele Fälle in dem Kolloquium, beziehungsweise die Fälle waren halt sehr kurze Fälle zum Teil. Aber ich glaube, in der Klausur selbst werden wir dann doch so ein bisschen mehr schematisch rangehen müssen. Also sie hat zwar gesagt, dass der Gutachtenstil nicht irgendwie Hauptfokus ist oder so, aber ja, man muss halt trotzdem irgendwie eine ordentliche Prüfung schreiben. Und da bin ich mal sehr gespannt und diesbezüglich bin ich halt so ein bisschen hilflos, weil es gibt jetzt nicht so viele Fälle, die spezifisch nur fürs kollektive Arbeitsrecht sind. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig und ich glaube, genau deswegen bin ich auch wieder so aufgeregt, weil ich halt nicht wirklich weiß, was mich erwartet. Und ja, das lässt mich dann doch ein bisschen strugglen. Und ich habe sowieso, das habe ich euch ja auch im letzten Vlog erzählt, momentan so ein bisschen das Gefühl, dass ich ja irgendwie zu dumm dafür bin. Also generell, gerade so was Uni-Sachen angeht, fühle ich mich maximal lost momentan. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, was die Klausur dann bringt. Allerdings wollen wir ja nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Das ist ja auch mal ganz wichtig. Bevor ich jetzt gleich eine kleine Pause mache und mich danach dem letzten Rest widme, nämlich dem Arbeitskampfrecht, habe ich jetzt nochmal meinen geliebten Lebensinselplaner zur Seite gezogen und habe unter anderem schon mal meine Woche geplant. Das hilft mir immer sehr, gerade in der Klausurenphase, dass ich einfach alles aufschreiben kann und alles quasi aus meinem Kopf kriege und halt an nichts irgendwie so in meinem Kopf denken muss, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal habe ich so ganz viele Sachen in meinem Kopf, die ich mir so merken will, jetzt abseits von der Uni oder so und einfach so klassische To-Dos halt, ne? Oder Dinge, die halt einfach anstehen, wie zum Beispiel merke ich, also habe ich die ganze Zeit so im Kopf, ich habe nächste Woche ja einen Kieferorthopäden-Termin und ich wusste aber nicht mehr, wann der ist und das hilft mir dann immer mega in so stressigen Phasen, wie zum Beispiel der Klausurenphase, dass ich einfach alles rausschreibe, damit ich die Kapazität in meinem Kopf frei habe für den ganzen Stoff, den ich in der Klausur beherrschen muss. Und deswegen wollte ich das nochmal als Tipp mitgeben, dass ihr alle eure Notizen, To-Dos, Termine, was auch immer, die wichtig sind, die aber gerade nicht in eurem Kopf sein müssen, dass ihr die einfach niederschreibt. Und wie gesagt, ich liebe einfach dafür ja den Lebensinselkalender. Ich benutze den ja jetzt auch schon wirklich seit fast 2 Jahren. Das ist so krass. Genau, und da habe ich jetzt erstmal wieder, wie gesagt, meine Woche geplant. Aber was mir auch geholfen hat, was ich euch generell für Klausuren empfehlen kann, ist eine kleine Liste zu schreiben, was ihr zu den Klausuren mitnehmen müsst. Ich habe mir unter anderem auch mal aufgeschrieben, in welchem Raum ich die Klausur überhaupt schreibe. Das ist auch immer ganz gut zu wissen. Und habe mir dann schon mal so eine Mini-Packliste geschrieben. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber doch ganz gut zu wissen, was man halt dabei haben muss. Beziehungsweise gehe ich morgen vor der Klausur nochmal in die Bib. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auch nochmal mein iPad mitnehmen, einfach damit ich meine Lernsachen halt so durchgehen kann. Und ansonsten habe ich mir eben gerade hinten bei den Notizenseiten, das habe ich euch ja auch schon mehrfach gezeigt, dass der Kalender eben noch so gepunktete Seiten hat, da habe ich mir jetzt gerade nochmal eine richtig kleine To-Do-Liste geschrieben. Und man sieht einfach im Unterschied, dass mein Füller, mein Kuli langsam so den Geist aufgibt. Der schreibt nämlich eher nur noch grau als schwarz. Und genau, da habe ich mir jetzt nochmal ein paar restliche To-Dos aufgeschrieben, die ich mir jetzt vor der Klausur nochmal anschauen wollte. Einfach, weil das irgendwie mehrfach nochmal dran kam und ich mir das nochmal anschauen wollte, gerade mit den Schemata von den einzelnen Paragraphen. Ich habe die eigentlich ganz gut im Kopf. Wir haben die auch nicht wirklich detailliert in dem Kolloquium besprochen, aber einfach nur, damit ich das halt so raus habe und nicht jetzt, während ich den normalen Stoff so wiederhole, die ganze Zeit daran denke, du wolltest dir das und das nochmal anschauen. Deswegen habe ich mir das jetzt einfach nur nochmal aufgeschrieben. Finde ich, wie gesagt, sehr gut. Ist natürlich kein Muss, aber ich kann es einfach empfehlen. Und was ich vor allen Dingen empfehlen kann, ist, dass ihr, wenn ihr auch einen Planer braucht, vor allen Dingen dann auch zum neuen Semesterstart, gerne bei Lebensinsel vorbeischauen könnt und natürlich auch meinen Code benutzen könnt. Dann spart ihr direkt
20% auf den Einkauf. Klickt euch da einfach mal durch. Es gibt verschiedene Versionen von dem Kalender, sowohl verschiedene Farben als auch verschiedene, ich sag mal, Jahres- bzw. Monatsversionen. Es gibt einmal die Semesterversion, die halt eben nur für ein ganzes Semester geht, oder die Jahresversion, die ein ganzes Jahr in sich hat. Also schaut wie gesagt gerne vorbei. Mit meinem Code könnt ihr 20% sparen und ihr findet den Link auch nochmal in der Infobox. Aber jetzt mache ich eine kurze Pause und danach geht's weiter mit dem Arbeitskampfrecht. Yay! Wir haben übrigens erst 16:45. Also ist eigentlich alles ganz gut. Ich glaube, ich mache jetzt so 15 Minuten Päuschen. So, Freunde, guten Morgen. Wir haben 6.21 Uhr. Man kann erkennen, wie viel Freude ich bei dieser Uhrzeit habe. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig. Ich spreche übrigens leise, weil Timo noch schläft und ich habe immer Angst, dass ich den wecke, obwohl der mich wahrscheinlich nicht mal hören wird, weil ich bin ja auch in einem anderen Zimmer und das Büro ist bei uns ja sehr weit vorne und das Schlafzimmer eher recht weit hinten. Ja, trotzdem habe ich Angst und bin deswegen still. Ich habe bescheiden geschlafen. In 6 Stunden ist der Spuk vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich werde nach der Uni dann noch kurz zu meinem Bruder in die Wohnung fahren. Mein Bruder ist nämlich momentan mit meiner Mama im Urlaub. Die sind mal locker flockig in Miami. Ich bin auch nur dezent neidisch. Und ich gucke nach seinen Pflanzen und nach der Post. Und dann, wenn ich eh dort bin, fahre ich noch bei meinem Papa vorbei und besuche den und die Hunde. Und danach komme ich dann wieder heim. Und dann werde ich mich wahrscheinlich danach erst wieder bei euch melden. Aber für euch sind das ja eh nur ein paar Sekunden, ein paar Sequenzen weiter. Oh Mann. Jetzt ist so ein bisschen diese Situation wieder, die ich vor dem schriftlichen. Ja gut, wohl, ich hatte ja kein mündlich, deswegen vor dem schriftlichen Examen nicht hatte. Da habe ich ja noch gesagt, dass ich ein bisschen verwirrt bin, dass ich nicht so aufgeregt bin vor der Klausur. Weil ich ja eigentlich Prüfungsangst habe. Aber die haben wir jetzt wieder. Die ist jetzt wieder da. Und jetzt fühle ich mich so, wie ich mich immer vor Klausuren fühle. Mir ist auch sehr übel. Also ich weiß jetzt schon, dass ich nichts essen werden könne. Ich mache mich jetzt schon so früh fertig. Die Klausur ist eigentlich erst um 10, also hätte ich eigentlich auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich gehe vorher noch in die Bib und schaue mir alles nochmal an. Und ja, versuche da so ein bisschen runterzukommen und in die Produktivitätsphase überzugehen. Das mache ich immer mal so vor Klausuren. Aber hauptsächlich liegt es daran, dass ich einfach eh früh da sein will. Weil ich immer Angst habe, dass irgendwas passiert, dass ich im Stau stehe, eine Bahn verpasse oder sonst irgendwas. Deswegen bin ich da bei Klausuren immer sehr, sehr vorsichtig. Und heute habe ich das Glück, dass ich mit dem Auto fahren kann, eben weil meine Mama im Urlaub ist, darf ich ihr Auto nehmen. Und Leute, ich bin so dankbar dafür, ne? Weil momentan ist es so schlimm mit dem Schienenersatzverkehr. Also wir haben richtig viele Baustellen hier in Frankfurt und ich müsste jetzt mit der S-Bahn fahren, dann mit dem Ersatzverkehrbus, dann mit der U-Bahn und dann läuft man auch noch ein Stück zum Campus. Also gut, ein Stück sind so 10 Minuten ungefähr. Aber bei der Hitze sollen heute 35 Grad werden. Habe ich da wirklich gar keine Lust drauf. Und ja, deswegen bin ich wie gesagt sehr dankbar, dass ich heute mit dem Auto fahren kann. Allerdings ist die Parksituation in Frankfurt immer schlimm. Und an der Uni ist sie auch wirklich sehr bescheiden. Deswegen ja, mache ich mich auf jeden Fall früh los, dass ich noch einen Platz kriege. Weil gerade jetzt in der Klausurenphase sind da immer so viele Leute. Also mache ich mich jetzt gleich auf den Weg. Wie gesagt, ich mache mich jetzt hier noch ein bisschen fertig. Dann packe ich noch die restlichen Sachen in meine Tasche. Und dann geht's los. Oh,
Hier, wie sie ist. Hier, komm. Nein, Eddie. Hi. Was ist los? Eddie, was ist los? Ich hab die erste Klausur geschafft. Yay! Yay, Muffel! Erste Klausur geschafft. Juhu! Hast du schon aufgenommen? Ja. Achso. Das ist nicht. Wenn wir umdrehen, dann habe ich umgedreht. Und dann waren das zwei Teile, also quasi zwei Fälle. Und der erste Teil, das war so richtig merkwürdig, weil irgendwie war das so ein. Der Text war richtig klein. Und da war der Arbeitnehmer A, der in keiner Gewerkschaft ist. Und dann der Arbeitgeber, der im Arbeitgeberverband ist und mit einer Gewerkschaft so einen Tarifvertrag hat. Und dann haben die so eine Klausel, eine Bezugnahmeklausel, und ich war schon so, verdammt, das habe ich nicht so nicht so richtig gelernt. Ich dachte, das ist ja nicht so ein wichtiges Thema. Und irgendwie stand dann in der Klausel, ich weiß gar nicht, ja, da stand irgendwie, die Sachen von dem Tarifvertrag sind für alle Arbeitsverträge anwendbar oder irgendwie sowas Komisches. Und der Arbeitgeber hat sich dann aber irgendwie über die Tarifverträge geärgert, keine Ahnung, ist auf jeden Fall aus diesem Arbeitgeberverband dann ausgetreten. Und zum 31.12. Und dann stand da auch, dass der Tarifvertrag sowieso zum 31.12. ausläuft. Und dann haben eben diese zwei Tarifvertragsparteien, also der Arbeitgeberverband plus diese Gewerkschaft, einen neuen Tarifvertrag ausgehandelt. Aber der Arbeitgeber ist ja zum 31.12. ausgetreten. Und in diesem neuen Tarifvertrag haben die dann gesagt, dass dass quasi die Arbeitgeber jetzt 3% mehr Gehalt zahlen müssen. Und dann war die erste Frage, welche Wirkung entfaltet diese Klausel, also dieser komische Paragraph, der sagt, dass auf alle Arbeitsverhältnisse dieser Tarifvertrag anwendbar ist. Und ich war so, Wirkung? Was für eine Wirkung entfaltet ein Tarifvertrag? Diese komische Klausel, diese Bezugnahmeklausel? War ich schon richtig so, okay. Das würde richtig funny. Und Frage 2 war dann, ob dieser A noch 2022 einen Anspruch auf diese 3%ige Lohnerhöhung hat. Und ich war so, okay. Also der Arbeitgeber ist aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten, der eigentlich die Tarifvertragspartei ist. Und der A ist gar nicht in der Gewerkschaft drin. Also es war weird. Und dieser erste Teil macht 60% aus. Und das hat mich richtig gestresst, weil ich wusste, dass ich da nicht so richtig weiß, was ich eigentlich machen soll. Und dann gab es davon eine Abwandlung, dass in diesem Tarifvertrag auch noch eine andere Klausel steht, dass der Arbeitgeber jedem, der in dieser Gewerkschaft drin ist, eine jährliche Sondervergütung von 500 Euro zahlt. Und dann wollte der A diese Vergütung halt auch, also diese 500 Euro, dann sollte man prüfen, ob der einen Anspruch darauf hat. Aber Teil 2 war dann eigentlich okay, weil dann war Arbeitskampfrecht, also war dann so ein Fall, dass halt welche gestreikt haben und der Arbeitgeber war dann so, ich habe voll viele Umsatzeinbußen und ich schaffe das nicht, dass die 4 Tage streiken. Und dann hat er so einen Aushang geschrieben und hat es ans schwarze Brett von dem Betrieb gehängt und da stand irgendwie so drauf, alle streikenden Arbeitnehmer, die jetzt den Streik niederlegen und ihrer Arbeit nachgehen, die bekommen eine Vergütung, so eine Sonderprämie von 200 Euro. Und da war dann die Frage, ob so eine Prämie eben zulässig ist. Dann sollte man die Zulässigkeit dieser Prämie prüfen. Und dann gab es eine Zusatzaufgabe und das war dann Betriebsvereinbarung. Und das war halt gar nicht Thema vom Kolloquium. Also es war halt wirklich so eine richtige Glückssache. Da stand auch im Bearbeitervermerk dann, wenn man die Aufgabe kann quasi nur der Notenverbesserung dienen. Also man kann davon keine Nachteile oder so haben, wenn man da falsches Zeug hinschreibt. Und da war, dass es einen Manteltarifvertrag gibt zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband, dass der Arbeitgeber 50 Euro monatlich Krankengeld zuschüssig, also als Zuschuss an die Arbeitnehmer zahlt. Und dieser Tarifvertrag ist dann auch am 30.06. ausgelaufen und die zwei Verbände, also der Arbeitgeberverband und diese Gewerkschaft, die waren dann noch in der Tarifverhandlung. Und der Arbeitgeber, der in dem Arbeitgeberverband Mitglied ist, hat dann so gesagt, ey, das dauert mir alles zu lang, habe ich gar keinen Bock drauf. Hat sich dann mit dem Betriebsrat zusammengeschlossen, hat gesagt, komm, wir machen einfach eine eigene Prämie und sagen, wir zahlen den jetzt immer 30 Euro monatlich. Und da war dann diese Frage, ob diese Vereinbarung, also das ist dann eine Betriebsvereinbarung, ob die halt, ich weiß gar nicht, rechtmäßig ist oder ob die zulässig ist, auf jeden Fall, ob das halt so okay ist. Und
das war ja, wie gesagt, kein Thema von dem Kolloquium. Also das haben wir nicht besprochen. Und dann habe ich einfach nur im Gesetz rumgeblättert und dachte als erstes so, oh, das könnte gut passen und so. Und dann habe ich mir da so was notiert. Und dann habe ich aber noch mal im Stichwortverzeichnis geguckt, bei Betriebsvereinbarungen, ob es da irgendwas Bestimmtes so gibt. Ne? Dann habe ich dann noch was anderes gefunden, was meinen anfänglichen Gedanken widerlegt hat. Und dann habe ich da irgendwie einfach nur so meine Gedanken ein bisschen niedergeschrieben, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Und zwar irgendwie voll merkwürdig. Aber ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass mich die, also dass ich da vielleicht das Gesetz mal richtig gelesen habe und dann irgendwie bei dieser Zusatzfrage so ein paar Punkte bekomme. Warum guckst du mich so an? Erste Schwerpunktklausur geschafft. Nein, du musst die andere nehmen. Wie stolz bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 9. Warum keine 10? Wenn du die zweite gemacht hast, dann. Achso, morgen ist dann eine 10 von 10. Mhm. Okay, Freunde, morgen steht die zweite Schwerpunktklausur an. Du bist so blöd. Ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt eigentlich noch so? Ich werde erstmal aufzulabern. Ich glaube, das war auch lange genug. Und dann bis später, Freunde. War das cool? Das ist am Ende nicht. Welcome back an meinem Schreibtisch. Ich rede wieder ein bisschen leiser, weil Timo schläft noch. Der hat ja heute Abend dann seinen ersten Nachtdienst. Dementsprechend wird er hoffentlich heute erstmal noch sehr lange schlafen. Und es ist auch noch ein bisschen dunkel hier im Büro. Ich glaube, das fällt gar nicht so auf, weil das die Helligkeit quasi aus dem Flur scheint hier rein. Aber den Rollladen habe ich nicht wirklich hochgemacht, weil gerade die Sonne hier vorne ist und dann lasse ich den Rollladen immer unten, weil sonst heizt sich der Raum halt auf und später, wenn die dann gewandert ist, kann ich hier den Rollladen auch ohne Probleme hochmachen, aber so ist es auf jeden Fall hell genug, also ich kann trotzdem gut arbeiten. Wir haben jetzt 10 vor 9, das bedeutet, der Sachverhalt von der Klausur kommt gleich online und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich halt so null einschätzen kann, was jetzt so die Aufgabenstellung sein wird, was von uns verlangt wird. Und ja, generell ist es ja auch das erste Mal, dass ich überhaupt eine Online-Klausur habe. Und soweit ich weiß, wird das so ablaufen, dass wir den Sachverhalt oder die Aufgabenstellung, die Klausur, wird um 9 hochgeladen. Und dann haben wir 24 Stunden Zeit, diese Klausur zu bearbeiten. Müssen sie dann online abgeben, einmal bei der Professorin quasi selbst und dann noch in so einem Center, sage ich jetzt mal. Das ist von unserer Uni, das müssen wir auch immer benutzen, wenn wir Hausarbeiten schreiben. Dann wird das da hochgeladen und da erfolgt dann halt die Plagiatskontrolle, also dass man jetzt nicht einfach nur alles irgendwo abgeschrieben hat. Und genau, so soll das eigentlich ablaufen. Die Klausur ist auf 3 Zeitstunden aufgesetzt. Ihr wisst, was ich meine. Genau, und ich habe eigentlich quasi den ganzen Tag Zeit, die zu lösen. Bin ich auch recht dankbar für, muss ich sagen, weil ich bin irgendwie jetzt gerade noch nicht so ganz fit. Tim und ich, wir haben uns gestern wirklich einen sehr, sehr schönen Abend gemacht. Also es war wirklich richtig, richtig toll und habe dann auch jetzt bis 9 geschlafen. Einfach, weil ich echt fertig war von dem Tag. Aber ich werde mich trotzdem direkt an die Klausur setzen. Ich will das auch nicht irgendwie unnötig rauszögern oder so. Heute sollen es 38 Grad werden. In unserer Wohnung ist es eigentlich immer relativ kühl, muss ich wirklich dankend sagen. Deswegen glaube ich, werde ich jetzt so von der Hitze eigentlich nichts mitbekommen, als dass es mich irgendwie konzentrationsmäßig abhalten könnte oder beeinträchtigen könnte. Aber irgendwie, ja, richtig motiviert bin ich eigentlich auch nicht. Egal, ich warte jetzt noch kurz, bis der Sachverhalt oder bis die Klausur dann hochgeladen wird und dann bin ich sehr gespannt, wie das so ablaufen wird. Bin wirklich richtig gespannt.
Hello from the dark side of life. Wir haben uns ja hier wirklich sehr abgeschottet, auch wenn wir in einer Erdgeschosswohnung. Oh, Freunde, mein Hirn ist immer so am Ende nach Klausuren, das ist wirklich unbegreiflich, aber unbegreiflich, unbeschreiblich. Auf jeden Fall, auch wenn wir in einer Erdgeschosswohnung wohnen und es hier wirklich verhältnismäßig kühl ist, ich war nämlich gerade mal ganz kurz draußen, denn Timo ist jetzt gerade los zur Arbeit und hat sich angefühlt, als wäre ich in eine Sauna gegangen. Und wie gesagt, obwohl wir halt in einer Erdgeschosswohnung wohnen und es hier verhältnismäßig kühl ist, haben wir trotzdem den ganzen Tag über die Rollläden jetzt unten gehabt. Im Büro hatte ich es immer so ein bisschen hoch, damit ich nicht die ganze Zeit wirklich im Dunkeln vorm Laptop sitze. Aber gerade hier im Wohnzimmer haben wir schon alles richtig dunkel gemacht, weil wir ja auch eigentlich große Fenster hier haben. Und deswegen ist es jetzt hier auch alles ein bisschen dunkel. Es ist jetzt tatsächlich schon 7:45. Ich wollte eigentlich mich zwischendurch melden und so ein kleines Zwischenupdate machen. Aber ich hatte richtig den Stress, weil ich musste für die Klausur quasi nochmal so ein bisschen was durchlesen. Wir dürfen ja auch die Materialien benutzen. Und habe da irgendwie so einen kleinen Hänger auch gehabt. Es ist mir halt so schwer gefallen, den Einstieg da zu finden, sage ich mal. Und irgendwie finde ich das einfach generell so ein bisschen schwierig, weil ich halt noch nie eine Online-Klausur geschrieben habe und ja, halt einfach so, keine Ahnung, ganz viele Dinge hinterfrage, die ich da hingeschrieben habe, ob sich das gut anhört, ob das schlau klingt, ob das richtig ist. Ich finde das wirklich irgendwie total schwer, weil wenn man, sage ich mal, auch ein bisschen mehr Zeit hat für so eine Klausur, dann nimmt man sich automatisch irgendwie auch die Zeit, oder ich mache das zumindest, und dann hinterfrage ich so jeden Satz, den ich da hinschreibe und denke so, es klingt doch nicht so gut und ja, irgendwie ein bisschen doof. Und dann musste ich, zwischenzeitlich habe ich ja eine Pause gemacht heute Mittag, eine kleine Mittagspause, habe was gegessen und richtig viel getrunken, weil ich habe auch so monströse Kopfschmerzen, und habe dann noch mein Video fertig schneiden müssen, was dann heute online gegangen ist, vor einer Stunde. Das war meine Schreibtischtour, also falls ihr das verpasst habt, dann schaut das auf jeden Fall noch. Und das musste ich halt auch fertig schneiden, weil ich das vorher einfach nicht geschafft habe zeitlich, und habe das dann hochgeladen und irgendwie habe ich es dann nicht mehr geschafft, mich hier zu melden. Mein Kameraakku war dann auch leer und dann war ich zu voll rüber zu laufen und einen neuen Akku zu holen, der noch vollgeladen war. Ja, und jetzt habe ich die Klausur fertig. Ich habe sie noch nicht abgegeben. Ich werde wahrscheinlich später nochmal drüber lesen. Vielleicht werde ich auch nochmal was verändern. Ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall gerade, bevor Timo dann gegangen ist, ihm mal meinen ganzen Text so vorgelesen. Und quasi es überprüfen lassen. Und werde sie dann vielleicht heute Abend oder morgen früh dann hochladen. Ich schaue mal, vielleicht. Vielleicht ist es besser, wenn ich sie direkt heute Abend hochlade, dann ist sie auch weg und dann beschäftige ich mich nicht mehr damit. Aber vorher wollte ich euch auch einmal erzählen, um was es in der Klausur eigentlich ging. Das war ja mein Kolloquium zum Thema Regulierung von Körper und Sexualität. Darüber habe ich euch ja in den Vlogs eigentlich auch immer wieder viel erzählt, weil es auch ein Kolloquium war, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich die Themen einfach super interessant fand. Also ich bin da sehr gerne hingegangen. Und es hat tatsächlich auch motiviert, dass wir da Anwesenheitspflicht hatten. So war ich auch wirklich bei jedem Termin anwesend. Und jetzt erzähle ich euch kurz, was in der Klausur dran kam. Aber ich glaube, ich ändere nochmal die Kameraperspektive, weil das wird jetzt hier gerade auch ein bisschen sehr unbequem. Einen Augenblick. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die Perspektive so viel besser ist. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich rede ganz kurz nur über die Klausur. Wir haben quasi drei Hauptaufgaben bekommen und da gibt es noch mal ein paar Unterteilungen. Aber zur ersten Aufgabe, da geht es darum, dass es quasi die These gibt, das Merkmal oder die Kategorie Geschlecht aus dem Personenstandsrecht zu entfernen. Wir Menschen werden ja in verschiedene Geschlechter kategorisiert und dazu gibt es auch Rechtsprechung. Und die Rechtsprechung haben wir auch in dem Kolloquium relativ ausführlich besprochen und ja quasi so die Entwicklung beobachtet und uns angeschaut. Und da war dann die erste Aufgabe dazu, dass man halt skizzieren sollte,
ob diese These, also dass das Geschlecht als Kategorie gestrichen wird, ob diese These eine Konsequenz der Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht ist. Dann haben wir quasi die zweite Frage zu dieser These oder Aufgabe, dass wir uns rechtspolitisch mit dieser These auseinandersetzen sollen. Dann Aufgabe 2, da sollten wir zum Thema Sexarbeit skizzieren, welche Gründe es für oder gegen ein Verbot von Sexarbeit gibt. Auch das war ein Thema im Kolloquium, was ich richtig spannend fand. Also generell Thema Sexarbeit und vor allen Dingen natürlich Thema Prostitution finde ich wirklich sehr interessant. Das sind auf jeden Fall Bereiche, die ich, also für die ich mich interessiere, jetzt wirklich auch rechtlich gesehen. Und ich denke, viele von euch kennen ja auch gewisse Bezirke oder Bereiche, vielleicht auch Vorurteile über Frankfurt. Und ja, ich finde das wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema. Deswegen dazu gab es auch eine Aufgabe. Und dann gab es noch die Aufgabe 3. Da geht es um die Leihmutterschaft und dass Leihmutterschaft in Deutschland ja verboten ist. Und dazu haben wir quasi die Frage, soll das Verbot aufgehoben werden? Und auch da sollen wir uns wieder aus der rechtspolitischen Perspektive damit auseinandersetzen, ob dieses Verbot eben aufgehoben werden sollte. Und in der zweiten Frage dazu sollen wir herausarbeiten, welche Punkte man beachten müsste, wenn man dieses Verbot aufhebt. Also quasi, was bei einer Liberalisierung von der Leihmutterschaft beachtet werden muss und auch, wie man gesetzlich irgendwie Grenzen oder Regeln dafür schaffen könnte. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit mit der Kamera gewackelt, weil die auf dem Kissen liegt. Aber ja, das sind so die Aufgaben. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich das so richtig 1:1 wiedergeben darf, zitieren darf. Deswegen habe ich versucht, das ein bisschen in meinen eigenen Worten darzustellen, damit ich hier nicht irgendwie Probleme kriege oder so. Ja, aber das, wie gesagt, die Klausur sind also wirklich sehr spannende Themen. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein bisschen Probleme damit, das auf die begrenzte Seitenanzahl zu kriegen. Also in dem Bearbeitervermerk steht, dass wir halt 3 bis 5, maximal jedoch 6 Seiten erwartet werden. Ja, war ein bisschen ein Kampf. Ich tendiere dann immer dazu, das so, weiß nicht, so voll zu umschreiben, gerade bei so Pro- und Contra-Sachen. Aber ja, gucken wir einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die Klausur zurückbekommen, wie lange das allgemein dauert. Im normalen Studium haben wir ja so ungefähr Rückgabezeiten von 2 bis 3 Monaten, bis wir eine Klausur oder Hausarbeit wieder zurückkriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Schwerpunkt aussieht, weil da die Klausuren ja deutlich, also weniger umfangreich sind und eigentlich auch in der Regel nicht so viele mitschreiben. Bei diesem Kolloquium hatten wir, glaube ich, um die 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aber in dem Arbeitsrecht-Kolloquium gestern waren ja nur so um die 25, die mitgeschrieben haben. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber Freunde, ich werde euch natürlich auch berichten, wenn die Klausuren dann zurückgegeben worden sind. Und an der Stelle wollte ich noch kurz die Info geben, dass auf jeden Fall in nächster Zeit wieder viele Uni-Vlogs geben wird, weil ich mich dann an meine Seminararbeit setzen werde, an meine allererste Seminararbeit, Freunde. Ich bin nicht bereit dafür. Das ist so, so krass, aber auf die freue ich mich auch schon sehr. Dazu werde ich dann mehr erzählen, wenn es dann soweit ist und ich die beginne. Und ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich schon für den Vlog. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat, dass es euch irgendwie ein bisschen interessiert hat und ja, einfach vielleicht auch so eine Art Leidensgenossin war, dass ich eine Art Leidensgenossin für euch war, für all diejenigen, die auch in der Klausurenphase sind oder waren. Und ja, dass ihr euch nicht so alleine gefühlt habt mit dem Stress und Kummer. Und falls das der Fall ist, Freunde, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch einen Kommentar. Da freue ich mich immer richtig drüber. Und ihr könnt mir gerne mal berichten, was ihr für Klausuren geschrieben habt oder ob ihr noch Klausuren schreiben müsst. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir wie immer noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!